Hallo, liebe Bücherfreunde. Wir haben den 16. Juni 2021. Das ist ein besonderer Tag für Literaturfreunde, speziell im angelsächsischen Bereich, aber auch bei uns. Deswegen ein kurzes Zitat. Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt. Ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte Intruibo ad altare Dei. Innehaltend spähte er die dunkle Wendeltreppe hinunter und kommandierte grob: Komm rauf, Kinsch, komm rauf, du feiger Jesuit! Feierlich schritt er weiter und erstieg das runde Geschützlager. Dort machte er kehrt und segnete würdevoll dreimal den Turm, das umliegende Land und die erwachenden Berge. Dann gewahrte er Stephen Dedalus, verneigte sich vor ihm und schlug rasch Kreuze in die Luft, kehlig glucksend dabei und den Kopf schüttelnd. Stephen Dedalus, misslaunig und schläfrig, lehnte die Arme auf den Rand der Treppenmündung und betrachtete kalt das sich schüttelnde, glucksende, in seiner Länge pferdehafte Gesicht, das ihn segnete, und das helle, untonsurierte Haar, das fleckig getönt war wie matte Eiche. Buck Mulligan lugte kurz unter dem Spiegel und deckte dann mit pfiffiger Miene das Becken zu. »Husch, husch ins Körbchen«, sagte er streng. Und im Ton eines Predigers fügte er hinzu: Denn dies, o geliebte Gemeinde, ist der wahre eucharistische Jakob, Leib und Seele, Potz, Blut und Wunden. Getragene Musik, wenn ich bitten darf. Ja, Musik haben wir nicht, aber das war der Anfang von James Joyce Ulysses. Der spielt nämlich am 16. Juni des Jahres 1901 und deswegen wird seither jedes Mal am 16. Juni der Bloomsday gefeiert, nach dem Protagonisten des Romans. Blum, Leopold Blum. Ja, vorgelesen habe ich euch aus der Sokamp-Ausgabe in der tollen Übersetzung von Hans Wollschläger. Genau, nicht Wollschläger. Ich habe manchmal Probleme, mit dem Namen zu merken. Aber es liegt eben daran, dass es hier so heiß ist und auch so schwül. Ich hoffe, ihr habt auch einen wunderbaren Bloomsday und wünsche euch ein Gorgonzola-Sandwich, ein kühles Bier oder was auch immer, um einen schönen Abend zu haben. Bis bald!